Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Battlefield Ich habe eine Hardline. Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Wow. Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Okay. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter, als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, was mich am Drogenkrieg am meisten beunruhigt? So. Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dors das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du dann so skeptisch? Vielleicht hätte ich doch erst mit dem anderen fahren sollen. Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als einen Knaben? Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier oben finden. Okay. Von dem Wasserturm aus müssten wir was sehen. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Achtung, stopp! Na, geht hier raus? Na, nicht so gut bis jetzt. Bis Samstag brauchen wir mindestens noch. Da sind welche. Scanne mal nach Alarmanlagen. Okay. Wir brauchen noch ein Boot. Der Alarm lockt sie an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Wir können leise sein oder laut. Mach einfach. Ohne dieses Angebot. Gemacht. Aber ewig hält das keiner durch. Irgendwann kriegen sie einen. Und wenn nur wegen Steuern. Tyson hat sich im Kleid. Ja. Keine Bewegung! Hey, was soll das?
Ich habe mehr Schuss in der anderen Waffe. Halt! Du bist verhaftet! Ja, ja, kein Problem. Stehen bleiben! Polizei! Ja, ja. Okay, ganz ruhig! Nehmen wir die restlichen auch noch fest und untersuchen das Lager weiter. Keine Bewegung! So, ganz ruhig! Okay, okay! Ja. Aber wie kommen die Verhafteten hier eigentlich weg, ey? Was haben die denn hier bewacht? Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. Na dann, finden wir es heraus. So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Oh, kurz gucken, ob mal. Dämpfer. Braucht man, glaube ich. Der eigentlich auf Schalldämpfer in Games, aber. Wir müssen noch woanders nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Jawohl, dann auf zur anderen Stelle. Kartelle die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. Riesig, menschenleer. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Vertriebswege. Das hier ist jemand anders. Vielleicht halte ich nochmal auf der einen Insel, wo auch dieses einzelne. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent, wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. Richtig schlecht. Bei hier. Gucken, ob hier das. Der Hinweis hier schon in der Nähe ist oder woanders? Noch 611 Meter, okay. Das wären 300 Meter. Mal gucken, warum wir so die 611 hinter uns haben.
er sonst. Hey, Kai. Ich muss dich mal was fragen. Was denn? Was mit dir und Tyson? Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Hey, zwei. Zwei richtige Dates. Warte mal, du hast dein Kokain wieder gedatet. Kokain-Broker. Wann wusste er, dass du entkommen bist? Als ich rausfand, dass er ein Kokain war. Ob du es glaubst oder nicht, hat er ein gutes Herz. So, hier nochmal gucken. Na, wir jetzt dem Ziel sind. 137. Ich habe noch die andere Ausrüstung. Sehr rutsch. Dann kommen wir damit auf die andere Seite. Autsch. Sieht aus wie eine Karte. Schau es dir mal an. Haben wir jetzt 2 von 2, ne? Ja, nice. So, ja. Kommen wir zum letzten Ding hin. Ich hoffe, es ist nämlich als Backgame. Dann sollten wir ja bisher mit 2 von den Personen, die wir brauchen, verhaftet und... Wer ist das? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windmühle mal von oben an. Ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Ich hab... Hey, es gibt wohl mehrere Optionen. Hey. Ein Käufer kommt uns besuchen. Das Treffen ist zu Ende. Und jetzt ziehen sie los. Los, näher ran. Die Hände hoch! Alles klar. Bleib locker, Mann. Wir sind zu weit auseinander. Was zum Teufel?
Hände hoch! Damit hat er nicht gerechnet. Halt! Du Arschloch! Ja. Damit hat er nicht gerechnet. Okay? Keine Bewegung! Du bist verhaftet! Oh! Tja, damit haben wir den dritten Verdächtigen verhaftet. Wie kommt denn diese Woche noch? Polizei! Ist der irre? Stehen bleiben! Du Arschloch! Ich hab den anderen. Polizei! Du bist verhaftet! Okay, okay. Okay, sauber. Hey, das war mal eine Alligatorenfarm. Clever, muss ich schon sagen. Tja, abgelegen. Mit Zugang zum Meer und zum Land. Und verdammte Alligatoren. Faszinierend. Da drüben ist ein Sendemast. Sehen wir uns den mal an. Schau dir die Spur. Irgendwie Sender. Noch irgendwo erwartet sich ein Hinweis. Waren ja jetzt bisher nur 2 von 3. Brät ja, wenn es in der Nähe ist, also. Müssen wir mal die Dinger hier abklappern. Ich würde gerne alle Beweise haben, aber sei mir wohl auch nicht gegönnt. Na gut, dann geht's halt weiter. Leute, sprich mit ihm. Tommy antwortet nicht. Los! Hey, ja, alles okay. Bin da. Scheiße, wer ist da? Antonio. Wo ist Tommy? Ja, der ist gerade kacken. Schön. Sag ihm, Nels will sich sofort mit ihm treffen. Okay.
Wo muss er hin? Tommy weiß schon, wo er hin muss, Antonio. Sag ihm, wir kommen. Nettes Telefonat. Hey, auf dem Handy war doch ein Treffen mit Nels. Er sagte, sie wollten nach... Das Miami Aquatic Stadion steht eine Weile leer. Da wollen sie sich treffen. Na, jedenfalls nicht hier. Wo du bist. Was soll das? Was soll das? Hallo? Moment! Ich hab den anderen im Visier. Tja. Und nochmal. Keine Ahnung, wo der letzte Hinweis davon ist. Das Stadion ist südlich von hier. Festhalten! Oh. Alter. Kann man eigentlich so zwischenspielen? Noch raus, dass wir da sind. Wir dürfen uns nicht sehen. Keine Bewegung! Und da drüben kam ein Boot mit einem Tiger angerauscht. Hey! Du bist verhaftet! Oh, oh, okay! Schnappt ihn euch! Alles klar, Nick. Der ist bloß verspätet. Ja. Okay. Wann ist das Treffen? Der ist spät dran. Scheiße. Alarmanlagen. Wenn die den Knopf drücken, haben wir hier eine Party am Hals. Kommt der in der Bullenkutsche? Du bist ein Detektiv. Die fahren normale Wagen. Bringt er seine Leute mit? Remy meint wohl, der bringt die halbe Polizei mit. Was willst du mit deinem Anteil tun? Ich lass mir eine Zahnspange machen. Innen. Spangen sehen scheiße aus. Hol dir halt eine Spange. Siehst eh kacke aus. Ey, leck mich! Du bist verhaftet! Okay, okay! Ja, der macht so schnell nichts mehr. Ich will das jetzt noch hier drinne kriegen. In dieser Folge. Sorgen wir dafür, dass der Alarm nicht losgeht. Shit. Halt! Keine Bewegung! Ja, ja, kein Problem. Sieht genau aus wie deinen Typen, den wir auch schon verhaftet haben. Los, schnapp dir Nels! Hände hoch! Du bist verhaftet! Hey, was soll das? Niemals! Hab doch keinen Kopf! Tja, zack. Der nächste. Los!
keine Bewegung. Was zur Hölle? Wer ist das? Okay, okay. Wenn er sich rührt, leg ich ihn um. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Muss man bisher überhaupt einen töten? Nein, ne? Sind bisher alle verhaftet. Das könnte echt eine gute Bilanz werden. Nels, nimm die Hände hoch! Oben lassen! Mendoza, stimmt's? Schnauze! Ich hab's dort als Deal. Du hast kaputte Freunde, Mendoza. Halt, welcher Deal? Ich bin unsichtbar. Kapiert? Scheiße! Ich ruf uns einen Heli. Der Kerl kommt nicht weit. Das würde ich so nicht sagen. Es gibt nicht viele Fenster, also sollten wir Rauch einsetzen. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier draußen. Scharfschützen da und da. Oh, Stoddard hat hier wohl alles unter Kontrolle. Scheiß drauf. Wir waren zuerst da. Nick? Probier doch mal, ob abgeschlossen ist, Hitzkopf. Ja. Aber was hier vorfällt, sehen wir erst in der nächsten Folge, in der es vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.